Nächste Woche, um genau zu sein, am 20. November startet die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die katarische Nationalmannschaft war zum Zeitpunkt der Vergabe ein unbeschriebenes Blatt, wenn es um Fußball ging. Das Emirat hat allerdings bereits seit 2004 Pläne, um in sportlichen Wettbewerben ein Wörtchen mitzusprechen. In Katar steht seitdem ein riesiges Sportkomplex. Das Emirat versucht, die besten Sportler innerhalb, aber auch außerhalb ihrer Landesgrenzen zu rekrutieren. Dafür wurde unter anderem in Afrika ein Scouting-Programm gestartet und europäische Vereine aufgekauft. Katar wird der Vorwurf gemacht, mit einem sogenannten Mission Passport Spieler aus anderen Ländern einbürgern zu wollen, um sie anschließend unter ihrer Flagge antreten zu lassen. Um Erfolg haben zu können, braucht es zumindest einen Ort zum Trainieren. Dieser Ort konnte für die Verantwortlichen in Katar nicht groß genug sein. Die nahende Heim-WM möchte Katar als Startschuss in eine erfolgreiche Zukunft im Fußball nutzen. Um das zu realisieren, wurde bereits 2004 eine Sportakademie namens Aspire Academy erbaut. Die Entscheidung dazu wurde 2004 per Dekret des Emir von Katar, Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani, erlassen. Im Zuge dessen wurde in Katar eines der größten Sportkomplexe auf der Welt eröffnet. 12 Fußballfelder, Squashplätze, Laufbahnen, Sporthallen, Laboratorien, Krafträume, eine Schule, ein Wohnheim und ein Schwimmzentrum. Die Akademie ist Anziehungspunkt für die Wintervorbereitung von internationalen Vereinen wie dem FC Bayern, Paris Saint-Germain, Manchester United und auch dem FC Schalke 04. Mithilfe der Aspire Academy sollen die allergrößten Talente im Land gescoutet werden. Es wurden und werden jährlich Sichtungstrainings in ganz Katar gemacht, um junge talentierte Fußballer zu entdecken. Geleitet wird die Aspire vom Spanier Ivan Bravo, der zuvor auch als Strategiedirektor bei Real Madrid arbeitete. Da aber von den 2,7 Millionen Einwohnern in Katar nur 300.000 katarische Staatsbürger sind, wird auch im Ausland nach Talenten gesucht. Nur um mal einen Vergleich zu ziehen: In Katar sind so viele echte Kataris wie Einwohner in Bonn. Die Aspire Academy rief im Jahr 2008 das Scouting-Projekt Aspire Football Dreams ins Leben. In Senegal angefangen, breitete sich das Scouting unter anderem in viele weitere afrikanische Länder aus. Den gescouteten Fußballern wird eine schulische und fußballerische Ausbildung ermöglicht, damit sie es anschließend in den Profifußball schaffen. Doch diese Projekte waren für Katar nicht genug, um zum Erfolg zu gelangen. Sie spielten im Scouting des weltweiten Spitzenfußballs weiterhin keine große Rolle. Die allermeisten Talente landeten im Endeffekt in der Katar Stars League. Um den katarischen Spielern und den gescouteten Fußballern den Schritt nach Europa zu vereinfachen, kaufte sich Katar einen europäischen Verein. Doch mit dem Kauf eines europäischen Vereins war noch nicht genug. Die Entscheidung fiel im Endeffekt auf den belgischen Verein KAS Eupen. Die Gründe hierfür sind die niedrigen Hürden in Belgien für den Einstieg von Investoren, aufgrund der Angewiesenheit der Vereine auf Geldgeber, da die belgischen Clubs geringe TV-Erlöse und Merchandise-Einnahmen vorweisen. Außerdem gehört die belgische Liga zu den meistgescoutesten Ligen Europas. Schaut man sich das Stadion von KAS Eupen an, bemerkt man, dass das Ganze hier im kleinen Stil gehalten wurde und eher an unterklassigere deutsche Ligen erinnert. Als Generaldirektor wurde der langjährige Jugendleiter des 1. FC Köln, Christoph Henkel, eingestellt. Ein bekanntes Beispiel, der den Weg durch die Aspire Academy und anschließend KAS Eupen durchlaufen ist, ist Henry Onyekuru, der später unter anderem beim FC Everton und Galatasaray Istanbul unter Vertrag stand und auch für die nigerianische Nationalmannschaft debütierte. Ein anderer Fußballer, der es über diesen Weg geschafft hat, ist Moussa Wage. Dieser stand zwischenzeitlich für OGC Nizza und PAOK Saloniki auf dem Platz. Doch großartige weitere Erfolge konnten sie nicht verzeichnen. Ralf Thomassen ist der Ansicht, dass die 20.000 Einwohner kleine Stadt die strukturschwache und dünn besiedelte Region im belgischen Hinterland zu einem Nachteil führt. Auch die Nähe zu großen Clubs wie Standard Lüttich und KRC Genk erschwert die Ausgangslage. Auch betonen die Verantwortlichen, dass sie sich trotz Investor sehr wohl um Geld Sorgen machen müssen, da sie nur den zweitkleinsten Etat aller belgischen Erstligisten haben. Klar, KAS kann in der Position nur dank des katarischen Investments sein, doch man kann nicht behaupten, dass sie im Geldüberfluss schwimmen. Sie betonen auch, dass sie bei sportlichen Entscheidungen völlige Entscheidungsfreiheit haben. Die Frage ist aber, ob der Investor nach der WM in Katar mit ihren Investments genauso weitermacht, diese drosselt oder doch vollständig abzieht. 2015 sicherte sich die Aspire Academy 99% der Anteile vom spanischen Drittligisten Cultural Leonesa. 2017 folgte dann ihr Engagement beim indischen Club Odisha FC.
Odisha, die vorher als Delhi Dynamos auftraten, gingen mit den Katars eine technische Partnerschaft ein. Es soll Fußball-Know-how, Management-Expertise in Bereichen Coaching, Training und Scouting ausgetauscht werden und das sportwissenschaftliche Wissen an den indischen Vereinen weitergegeben werden. Aspire entsendet Trainer, Scouts und Analysten nach Delhi, um bei der Entwicklung vorhandener Talente zu helfen. 2018 ging auch der Premier League-Verein Leeds United eine Partnerschaft ein. Im Zuge der Partnerschaft wechselten Yosuke Ideguchi und Wasim Bui auf Leihbasis zu Cultural Leonessa, dem aufgekauften Drittligisten. Leeds erläuterte, dass ein Grund für die Partnerschaft der ist, Zitat, die Leistungen des Vereins auf dem Spielfeld zu verbessern. Einer der Gründe für die ganzen Bemühungen ist es, die Nationalmannschaft Katars zu verstärken. Doch was für einen Weg hat Katar in den vergangenen Jahren hingelegt? Auf welchem Stand ist die Nationalmannschaft? Ende 2009 befand sich Katar auf Rang 86 im weltweiten FIFA-Ranking. Somit befanden sie sich einen Platz über dem Irak und einen Platz unter Nordkorea. Doch die Bemühungen des Wüstenstaats trägt Früchte. Sie schafften es unter anderem, in einem Testspiel gegen die Schweiz im Jahr 2018 zu gewinnen. Obendrein schafften sie es, 2019 die Asienmeisterschaft einzufahren. Zwischenzeitlich erreichte die katarische Nationalmannschaft im weltweiten Ranking Rang 42. Kurz vor der WM befinden sie sich auf Platz 50. Vorzeigespieler, der das vorhin aufgezeigte System durchlaufen ist und nun in der katarischen Nationalmannschaft zum Starspieler wurde, ist Akram Afif. Der 24-jährige Flügelspieler wurde bei der Aspire Academy ausgebildet, schaffte seinen europäischen Durchbruch beim KAS Eupen, sammelte Erfahrung beim FC Villarreal und Sporting Gijón und wechselte anschließend 2018 zurück in die Qatar Stars League. Ein weiterer Fußballer ist der 26-jährige Almoez Abdullah. Er wurde im Scouting-System im Sudan entdeckt und an die Aspire Academy geholt. Nachdem sie mit ihm zusammen 2019 das Halbfinale der Asienmeisterschaft gegen die Vereinigte Arabische Emirate gewannen, legte die VAE Einspruch ein. Ihrer Ansicht nach war der gebürtige Iraker und sein Teamkollege Al-Rawi nicht spielberechtigt gewesen. Doch es wurde zugunsten Katars entschieden, da Abdullahs Mutter wohl in Katar geboren wurde. Almoez Ali durchlief die Aspire Academy, KAS Eupen, Cultural Leonessa und kehrte zurück. Abdelkarim Hassan wurde 2017 nach KAS Eupen ausgeliehen. Viele der Nationalspieler aus dem heutigen Kader hatten zumindest Berührungspunkte mit den eingekauften europäischen Stationen. Der Trainer von Katar ist seit 2017 der Spanier Félix Sánchez Bas, ein eher unbekannterer Name in der Welt des Fußballs. Seit seiner Ankunft waren die größten Erfolge der Sieg der Asienmeisterschaft im Finale gegen Japan, Platz 3 im Arab Cup im vorherigen Jahr und ein Testspielsieg gegen die Schweiz. Von Anfang Juli bis Oktober schottete sich die katarische Nationalmannschaft von der Öffentlichkeit ab und ging in Trainingslager nach Spanien und Österreich. Somit wollten sie sich vom Druck vor den Fans in der Heimat fernhalten und sich vor Infektionen mit dem Coronavirus schützen. Das erste Spiel nach der dreimonatigen Vorbereitungsphase verloren sie dann gegen Kanada mit einem 0:2. Gegen Chile gab es dann ein 2:2 Remis und gegen Guatemala ein 2:0 Sieg. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Ergebnisse der katarischen Nationalmannschaft eher durchwachsen waren. Das intensive Trainingslager ersetzt im Endeffekt nicht die fehlende Spielpraxis auf allerhöchstem Niveau. Alle Fußballer in Katars Nationalmannschaft spielen in der Katar Stars League. Somit fehlt es ihnen an Duellen mit den absoluten Top-Teams. In verschiedenen Sportarten versuchen Länder, die mit einheimischen Sportlern nicht weiterkommen, sich Abhilfe zu schaffen. Dabei werden Spieler aus dem Ausland, die in einigen Fällen gar keinen oder nur sehr wenig Bezug zum Land haben, eingebürgert, um dann für die Nationalmannschaft aufzulaufen. So hat es Katar beispielsweise in der Handball-WM 2015 getan. Handballspieler dürfen nach einer dreijährigen Wartefrist für die Nation eines neuen Verbandes auflaufen, obwohl sie zuvor bereits für eine andere A-Nationalmannschaft angetreten sind. So bürgerte Katar kurz vor der Handball-WM Daniel Saric, Goran Stojanovic, Marko Markovic, Bertrand Ruine, Rafael Capote und Borja Vidal ein. Die Herkünfte der Spieler sind Bosnien, Serbien, Montenegro, Frankreich, Kuba und Spanien. Als Trainer wurde Valero Rivera rangeholt, der bereits einmal Weltmeister wurde. Als Ergebnis wurde Katar Vizemeister hinter Frankreich. Eine Art, erfolgreich zu sein, die im Handball funktioniert hat. Doch diese Methode lässt sich im Fußball nicht nachstellen. Die FIFA-Statuten haben strenge Regeln dafür, dass ein Spieler für ein Land aufläuft, in dem er nicht geboren ist. Laut Daniel Reiche, einem Experten für Sport in Katar, war der Kader von Katar während der Asienmeisterschaft mit nur 3 Fußballern, die erst im Erwachsenenalter nach Katar kamen, um dort Fußball zu spielen, besetzt.
Alle anderen verbrachten ihr Leben in Katar, sprachen Arabisch, gehörten zur Mehrheitsreligion an und waren mit der Kultur von Katar vertraut. Das Besondere ist, dass nur 10% der Einwohner Katars die volle Staatsbürgerschaft genießen und somit beispielsweise Zugang zur kostenlosen Krankenversicherung bekommen. Die restlichen 90% gelten als Ausländer. Dazu zählen auch die Fußballspieler, deren Eltern eingewandert sind und eigentlich keine echte Perspektive im Land haben. Solche Sportler bekommen einen sogenannten Mission Passport. Daniel Reiche sagte dazu, Zitat: Katar, wie auch einige andere Golfländer, nutzte eine Lücke im internationalen System, indem es teilweise Athleten in internationale Wettbewerbe schickt, die nur einen sogenannten Mission Passport haben. Das heißt, das ist eigentlich ein Ausweis, der nur verwendet wird, um an diesen internationalen Wettbewerben teilzunehmen. Laut einigen Quellen werden Sportler mit einer vollen Staatsbürgerschaft belohnt, wenn der sportliche Erfolg stimmt. Während der Weltleichtathletikverband vor 2 Jahren festgelegt hat, dass nur Sportler mit vollen Staatsbürgerschaften ihr Land im internationalen Sport repräsentieren können, unternahm die FIFA gegen diese Grauzone bislang nichts. Katars Bemühungen, um im Weltfußball eine bessere Form abzugeben, kommen schleppend voran. Mit dem Kauf und Eingehen von Partnerschaften von Clubs rund um den Globus, dem Scouting-System und der Aspire Academy konnten sie vereinzelte Erfolge erzielen. Doch die Rechnung ging bislang zumindest nicht so schnell auf, wie sie es sollte. Deswegen wird es Katar bei dieser WM schwer haben. Trotz ihrer Fortschritte sind sie in ihrer Gruppe mit Ecuador, Senegal und den Niederlanden weiterhin absolute Außenseiter. Weißt du denn schon, ob du die WM jetzt boykottierst oder nicht? Im hier links verlinkten Video besprechen wir alle Pro- und Kontra-Argumente, die du dafür kennen musst. Guck es dir gerne an. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Sonntag bei der Fußball Talk. Ciao.